Ich habe letzte Weihnachten schon mal drüber gesprochen, ne? Aber wir haben dann so viele, ich esse mal so ein Eierlikörei, ne? Die liegen die ganze Zeit hier rum, ich werde bekloppt. Und wir haben, oh, ist wie Kaugummi kauen. Verboten. Boah, ist auch geil. Oh, wir haben so viele Zuschriften bekommen von Zuschauerinnen, die das nicht sich in der Eile notieren konnten. Und die gebeten haben, dass wir es nochmal sagen. Also ich fasse es nochmal zusammen. Die Frage, wie kommst du als Frau am besten durch den Heiligabend? Mit Alkohol. Ja, pass auf, ja. Ist ja für viele auch klar. Aber du kannst jetzt auch Fehler machen. Ne? Du kannst nicht mittags hackenstramm der buckeligen Verwandtschaft die Tür öffnen. Und dann Tante Ulla so ins Gesicht hauchen, dass sich der ihre Augenbrauen spontan entzünden. Also. Nein, du musst da langsam angehen. Also ich selber praktiziere ein Montcherie-Frühstück. Ja, man muss sie vorher alle auspacken. Die sind ja so in Reihe, ne? Manche schon ausgepackt. Man muss sie alle auspacken, dir so da hinlegen. Du kannst dir zwei Schachteln mal da hinlegen, mal gucken, ne? Und ich gehe mit einem, das ist kein Strohhalm, sondern das besorgt mir der Kerl aus der Werkzeugkiste. Das ist so ein, aus Metall. Gehe ich in das Montcherie rein und dann erstmal den Cherie daraus. Und dann die Piemont-Kirsche, die gibt es ja nur ganz wenige Monate im Jahr, Leute. Die Piemont-Kirsche hinterher werfen und die Schokolade. Und alles gleichzeitig. Ne? Und wenn du richtig gut bist, du kannst das üben, dann kannst du das in Reihe, weißt du? Das ist so geil. Danach bist du im Christkind-Modus. Ich sage dir. Also eine Schachtel Minimum. So, dann kommt das Weihnachtsmenü. Da geht einiges. Da geht einiges. Aber jetzt nicht übertreiben. Ne? Nicht so eine Uso-Suppe mit Slivovitz-Einlage. Das wirft auch Fragen auf bei der Verwandtschaft. Nein, du musst das ein bisschen geschickter machen. Also zum Beispiel Rotwein geht in alles. Sogar in ganz. Du kannst Weißwein in Salat, Rotwein in Fondue sowieso, in Reh. Du kannst ganze Reh vollkippen mit Rotwein quasi. Ne? Und dann Anis kannst du in die Vorsuppe, also Leute. Und dann immer schön die Gläser voll machen, besonders dein eigenes. Dann in Nachtisch natürlich ein Brandy und Kaffeelikör. Immer Kaffeelikör sogar, du schmeckst den nicht. Also nicht so richtig. Leute denken, du könntest kochen. Stimmt aber gar nicht. Dazwischen immer so... dazwischen immer Zersetzer, also Verdauungshilfen. Da geht immer ein klarer, ein Magenbitter. Das kannst du öffentlich machen, das machen alle mit. Das sind ja Verdauungshilfen. Ist ja kein Alkohol, ne? Und dann noch Cointreau in Espresso. Noch besser, zwei, drei Tröpfchen Espresso in Cointreau. Und dann bist du O Tannenbaum. Ja, und wenn das alles noch nicht genug war, dann kannst du an Oma ihr Weihnachtsgeschenk nippen. Klosterfrau Melissengeist. 97%, also mehr geht wirklich nicht, ne? Ja, und dann ist Heiligabend ja fast gelaufen. Du kannst aber auch, wenn dir das so nicht zusagt, du kannst aber auch den ganzen Abend an einer Muskatnuss knabbern. Ja, das gibt Halluzinationen. Mother Mary comes to you, Leute. Aber Achtung, ab zwei Nüsse wird er tödlich, ne? Und das alles gilt natürlich nur, wenn die ganze Verwandtschaft da ist. Wenn du mit dem Mann alleine bist, brauchst du von allen die doppelte Dröhnung.